find you. Da wir euch das Berufsbild des Rettungssanitäters schon vorgestellt haben und uns viele Fragen erreicht haben, wie man Notfallsanitäter werden kann, wollen wir euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Vorweg kann man sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Notfallsanitäter zu werden. Zum einen, wie der Sebastian, man macht eine 3-jährige Berufsausbildung oder wie ich, man war vorher Rettungsassistent, den es jetzt nicht mehr gibt und macht eine Weiterqualifizierung zum Notfallsanitäter. Das heißt, der Rettungsassistent wird in seiner Ausbildung als Notfallsanitäter ersetzt. Wie es jetzt aber quasi von vorne an, von Anfang an funktioniert, wenn man vorher keine Qualifizierung hatte, quasi die Vollausbildung zum Notfallsanitäter machen, das wird euch jetzt der Sebastian erzählen. Ja, dann lese ich euch doch jetzt gleich mal was vor. Nein, natürlich nicht, sondern wir gehen jetzt raus in unser Büro und zeigen euch dann oder erklären euch dann umfangreich, wie man Notfallsanitäter werden kann. Los geht's. Auf geht's. Ich bin sowohl die Hanna als auch ich, wir sind beide Notfallsanitäter. Wir sind ja letztens schon auf den Rettungssanitäter eingegangen und was so der Unterschied zwischen Rettungssanitäter und Notfallsanitäter ist und was der Notfallsanitäter macht, wenn er an der Arbeit ist, das erklärt euch jetzt erstmal die Hanna. Erstmal ist die Aufgabe vom Notfallsanitäter, wenn er in Einsatz fährt und den Patienten vor Ort eben sieht, dass er erstmal den Gesundheitszustand begutachtet. Das heißt, er muss erstmal feststellen, wie ist es denn um den Patienten bestellt gesundheitlich? Ist er kritisch? Ist er nicht kritisch? Und je nachdem muss er natürlich dann auch medizinische Maßnahmen durchführen, die sich eben durch das Gesundheitsbild, was sich da ergibt, ja, entwickeln oder dass man dann halt weiß, warum, wieso, weshalb, wie soll es weitergehen. Zum Beispiel auch Notarzt hinzuziehen, dem Notarzt zuarbeiten. Genauso ist auch die Aufgabe, die Position 2, also den Rettungssanitäter, den wir euch ja vorgestellt haben, auch im Einsatz zu leiten. Das heißt, Maßnahmen eben einfach zu erklären, was machen wir jetzt, damit alle einen Fahrplan haben und damit dann bestmöglich der Patient versorgt wird. Das heißt, wir haben anhand verschiedener Schemata die Möglichkeit, einen Patienten zu beurteilen. Das haben wir euch auch schon gezeigt, hier ABCDE-Schema, Sampler-Schema und all das. Das ist das, was man so auch in der Ausbildung lernt, wie man so einen Patienten richtig beurteilt. Und dann ist natürlich das A und O quasi die Hauptaufgabe eines Notfallsanitäters, dann auch die Schlüsselintervention direkt durchzuführen. Das heißt, wenn wir beim Patienten feststellen, er hat ein A, B oder C, also ein Kreislaufproblem, ein Atemwegsproblem oder ein Problem mit der Atmung, dann müssen wir als Notfallsanitäter direkt handeln. Medikamente verabreichen, gegebenenfalls einen Patienten zu intubieren, bei einer Reanimation dem Patient auch Sauerstoff zu geben, den Patient zu lagern, den Patient auch natürlich zu monitoren, um zu gucken, wie steht es überhaupt in dem Patient, um die Vitalparameter. All das ist das, was der Notfallsanitäter macht, anhand dieser quasi Verdachtsdiagnose den Patienten auch zu behandeln. Das variiert aber überall. Das heißt, in unserer Region hier in Mittelhessen ist es zum Beispiel so, dass der Notfallsanitäter ganz viel auch am Patient behandelt, ohne dass ein Notarzt quasi hinzugezogen werden muss. Es gibt zum Beispiel aber auch Landkreise, da darf der Notfallsanitäter eigentlich nichts oder nur wenig, ganz wenig. Oder genau. Kaum invasive Maßnahmen und muss sich halt an die Basics halten. Genau. Also es ist ja immer so auch aufgebaut, dass das nämlich eskalierend natürlich vorangeht. Das heißt, man fängt nicht gleich unbedingt mit den invasivsten Maßnahmen an. Da gibt es nur 1-2 Ausnahmen, wo man halt direkt invasiv werden muss. Und ansonsten ist das ja alles strukturiert. Man bekommt eine genaue Handlungsablauf ja an die Hand. Ja. Also jeder weiß auch, wie ein Einsatz abzulaufen hat mit einem bestimmten Krankheitsbild. Das heißt, sobald uns klar ist, in welche Richtung das geht, haben wir direkt einen Handlungsfaden. Und der ist eigentlich auch den Sanitätern bekannt, da sie auch geschult werden, auch im Vorbereiten dieser Maßnahmen. Das heißt, jeder weiß eigentlich, wie ist der Fahrplan. Von Beginn der Alarmierung bis zur Übergabe des Patienten, zum Beispiel im Schockraum, wenn man jetzt den Notarzt nicht dabei hat, ist der Notfallsanitäter quasi komplett für den Patienten verantwortlich. Das heißt, von Alarm bis Krankenhaus ist der Notfallsanitäter derjenige, der dann sagt, wo es lang geht oder was zu machen ist. Da muss man natürlich auch ein bisschen organisatorisch auf jeden Fall was drauf haben. Genau. Ja, als auch, wie soll ich sagen, nicht zielstrebig, sondern selbstsicher muss man schon auch ein bisschen sein, um quasi den richtigen Weg für den Patienten einschlagen zu können. Zwei ganz wichtige Punkte, das ist einmal auch der Umgang mit Menschen einfach in Krisen oder Rettungssituationen. Wenn wir gerufen werden, ist es ja auch oft so, dass
ja, die Leute dort vor Ort in einer Ausnahmesituation sind. Und auch damit muss man lernen umzugehen. Auch das wird dem Notfallsanitäter in der Ausbildung nahegebracht, dass man da auch verschiedene Möglichkeiten lernt. Was gibt es vielleicht auch für Gesprächsführungen? Wie kann man irgendwie ein Gespräch auch leiten? Also da sind, wie gesagt, so gerade Soft Skills und soziale Dinge einfach zu trainieren. Und das wird in der Ausbildung auch so gemacht. Man darf sich aber ein Herz fassen. Man braucht auch keine Angst haben. Wer sicher weiß, dass das genau sein Ding ist, umso besser. Der bewirbt sich natürlich gleich für die Ausbildung. Und man kann sich sicher sein, man bekommt die wichtigsten Dinge einfach an die Hand. Und der Rest macht einfach dann die Erfahrung und die Zeit. Und die muss man sich auch geben. Und dann, denke ich, ist das auch überhaupt kein Problem. Generell im medizinischen Bereich, ob es jetzt im Rettungsdienst ist oder auch im Krankenhaus, überall ist die Dokumentation ganz wichtig. Das heißt, all das, was wir an dem Patienten feststellen, die Verdachtsdiagnose, Vitalparameter, generell wie sich der Patient darstellt, all das, was wir an dem Patienten machen, muss natürlich alles dokumentiert werden. Falls was schieflaufen sollte, wir irgendeinen Fehler machen sollten, das Ganze 10 Jahre lang nachvollziehbar ist, ob wir jetzt gegebenenfalls einen Fehler gemacht haben, haben wir alles richtig gemacht. Und natürlich auch ganz wichtig für den behandelnden Arzt dann im Krankenhaus, der muss natürlich auch wissen, was haben wir vielleicht schon für Medikamente gegeben, was hatten wir am Anfang für initiale Vitalparameter. Diese Geschichte lernt man in der Ausbildung. Das heißt, wie dokumentiere ich richtig? Geht auch viel um Aufklärung und Einwilligung des Patienten. Es bringt nichts, wenn wir mit lauter Fremdwörtern um die Ecke kommen und der Patient so Augen kriegt und sagt, ja, machen Sie. Also es geht ja auch darum, das irgendwie vermitteln zu können. Ihr müsst dem Patienten Zugang legen, ihr müsst den Patienten intubieren, eventuell auch einen Zugang in den Knochen bohren bei einer Reanimation, all solche Sachen. Man muss dem Patienten Medikamente geben, da muss man sich schon sicher sein, was hat der Patient. Man muss den Patienten adäquat untersuchen. Und wenn man da natürlich einen Fehler macht, könnt ihr euch vorstellen, dass das dann am Ende nicht so gut wäre, wenn da was schief läuft. Das heißt, auf jeden Fall ein sehr verantwortungsvoller Beruf, der jedoch sehr viel Spaß macht. Jetzt haben wir noch einen weiteren Gast, der uns erzählen wird, wie ist es denn so als Notfallsanitäter, Auszubildender überhaupt? Ist die Ausbildung schwierig? Was kommt so grob jetzt vielleicht in der Schule und im Krankenhauspraktikum dran? Und wie muss ich mich überhaupt persönlich auch anstellen oder was muss ich persönlich für Soft- und Hard-Skills mitbringen, um hier arbeiten zu können? Ja, hi, ich bin der Sebastian, bin 21 Jahre alt, bin Notfallsanitäter Azubi im 2. Lehrjahr hier bei uns im Rettungsdienst. Hast du es bereut bisher oder denkst du, es war die richtige Entscheidung und was macht dir vielleicht am meisten Spaß? Nein, bereut habe ich es absolut nicht, es war die richtige Entscheidung. Es ist jeden Tag abwechselnd, jeden Tag herausfordernd. Das Schöne am Rettungsdienst finde ich einfach die Teamzusammenarbeit, dass es letzten Endes nicht darum geht, wer jetzt eine gute Idee hat, sondern darum geht, dass eine gute Idee da ist, ob das jetzt der Praktikant am 2. Tag ist oder der Notarzt. Am Ende zählt das, was für den Patienten Gutes bei rauskommt. Was muss man denn mitbringen, um überhaupt die Ausbildung hier beginnen zu können? Das kann ja jetzt vielleicht nicht jeder die Ausbildung anfangen, ist ja schon auch anspruchsvoll. Es gibt ja einige formelle Voraussetzungen auch. Was haben wir da so? Zu den formellen Voraussetzungen zählt natürlich ein Schulabschluss, also ein Realschulabschluss oder mindestens ein Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen 2-jährigen Berufsausbildung. Genau, ansonsten sollte man natürlich einen Führerschein der Klasse B, also den ganz normalen Autoführerschein mitbringen. Den LKW-Führerschein, den man dann für diese Rettungswagen braucht, bekommt man eigentlich während der Ausbildung. Ja, das mit dem C1-Führerschein, also dem kleinen LKW-Führerschein, das ist auch so eine Sache. Das heißt, bei uns im Betrieb zum Beispiel bekommt ihr den C1-Führerschein während der Ausbildung bezahlt. Gibt allerdings auch Rettungsdienste, da müsst ihr vorher den C1-Führerschein machen und den mitbringen. Das heißt, wenn ihr Notfallsanitäter-Azubi werden wollt, dann müsst ihr euch vorher genau informieren, braucht ihr den Führerschein vorher oder erwerbt ihr ihn während der Ausbildung. Was haben wir noch für Hard Skills? Ansonsten sollte man natürlich 18 Jahre, also volljährig sein. Es gibt Rettungsdienstbereiche, da ist es auch möglich, die Ausbildung mit 17 zu beginnen. Das ist dann regional unterschiedlich. Genauso regional unterschiedlich ist auch eine Mindestgröße, teilweise festgelegt von 1,63 Meter bis 2,03 Meter. Muss man sich aber jeweils vor Ort bei seinem Rettungsdienst informieren, wie das geregelt ist. Wir können euch jetzt nur sagen, wie es bei uns hier im Bereich Mittelhessen ist. Bevor ihr euch irgendwo bewerben wollt, schon genau informieren, kommt die Ausbildung für euch in Frage. Das werdet ihr aber überall auf der jeweiligen Seite des jeweiligen Rettungsdienstes finden, wo ihr euch bewerben wollt. Das heißt, informiert euch auf jeden Fall genau. Jetzt waren wir so bei den formellen Dingen. Was muss ich denn jetzt so als Mensch mitbringen? Also die Arbeit mit Menschen ist jetzt auch nicht für jeden was. Also man sollte auf jeden Fall empathisch sein, um sich natürlich in die Patienten oder sein Gegenüber auch hereinversetzen zu können. Man sollte teamfähig sein, das ist definitiv wichtig, verantwortungsbewusst in diesem Beruf auf jeden Fall. Ansonsten sollte man natürlich ein hohes Maß auch an Eigenständigkeit mitbringen. Man sollte körperlich und psychisch belastbar sein. Und gesund. Und gesund und mit Stress umgehen können. Ja. Und ja. Wir bekommen auf Instagram immer viele Fragen. Ich habe die und die Erkrankung, kann ich da mit dem Rettungsdienst arbeiten? Das können wir euch natürlich nicht beantworten. Dann müsst ihr, wie schon gesagt, den jeweiligen Rettungsdienst fragen, ob dann die Ausbildung für euch in Frage kommt.
Es gibt durchaus auch Erkrankungen, wo man sagt, damit kann man nicht im Rettungsdienst arbeiten, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr seid gerade beim Notfallpatienten und müsst den versorgen und dann habt ihr irgendein Problem aufgrund eurer Erkrankung und dann ist dadurch der Patient benachteiligt, muss man dann natürlich auch verstehen, dass manche Erkrankungen dann einfach als Arbeiter sozusagen im Rettungsdienst nicht in Frage kommen. Hattest du, bevor du die Ausbildung angefangen hast, irgendwelche Bedenken und wie hat sich's jetzt gestaltet, seitdem du die Ausbildung jetzt angefangen hast? Ja, natürlich hatte ich auch Bedenken, dadurch, dass man ja letztlich zu jedem Notfall, den man sich irgendwie vorstellen kann, rausfährt mit dem Kollegen oder den Kollegen, ist das natürlich immer unvorhersehbar und da hat man sicherlich auch die Sorge, dass man dem Ganzen nicht gerecht werden kann oder mit einer Situation konfrontiert wird, mit der man einfach überfordert ist. Das hat sich aber relativ schnell gelegt, weil letzten Endes draußen immer die Teamarbeit zählt, man meistens zu viert oder mit noch mehr Leuten vor Ort ist und sich gegenseitig unterstützt. Man wächst auf jeden Fall im Team, man bekommt eigentlich jede Situation im Team bewältigt. Klar gibt es hier und da mal Situationen, da muss jeder immer durchatmen, aber das ist nicht der Regelfall. Also es sind jetzt nicht jeden Tag irgendwelche krassen Situationen, wo man sich denkt so, wow, das war jetzt aber heftig. Das ist schon der Ausnahmefall. Das heißt, die normalen Standardeinsätze, da kann man gut Erfahrung sammeln, um dann quasi für die krassen Einsätze gut gewappnet zu sein, auf jeden Fall. Jetzt interessiert es bestimmt auch noch einige, was kann ich denn verdienen, wenn ich jetzt Notfallsanitäter Azubi bin? Im ersten Layer verdient man so ungefähr 1.100 Euro, im zweiten Layer dann ungefähr 1.200 Euro, im dritten Layer ungefähr 1.300 Euro nach Tarifvertrag. Genau, und das ist natürlich was sich auf jeden Fall auch sehen lassen kann im Vergleich zu anderen Auszubildenden. Wenn man jetzt ausgelernt ist, verdient man dann natürlich sein festes Gehalt. Das können wir euch jetzt aber auch schlecht nennen, weil das von Tarifvertrag zu Tarifvertrag unterschiedlich ist, auch in den Bundesländern variiert. Dazu könnt ihr euch aber im Internet Tabellen raussuchen, wo ihr ganz genau findet, wie viel ihr dann am Ende verdient. Genau, also die Ausbildung im Rettungsdienst zum Notfallsanitäter ist dreigeteilt, besteht aus der Ausbildung an der Rettungswache jeweils, der Ausbildung im Klinikum und der Ausbildung an der Rettungsdienstschule, also an der Berufsschule. Da sind jeweils Praktika vorgesehen über verschiedene Blöcke dann. Das heißt, man hat immer Blockunterricht. Man ist zum Beispiel 4 Wochen auf der Rettungswache, danach 2 Wochen im Krankenhaus, dann wieder 4 Wochen auf der Rettungsdienstschule. Wie ist es jetzt in Stunden aufgeteilt? Also was überwiegt? Ja, also wir sind ungefähr 1920 Stunden an der Rettungsdienstschule, 720 Stunden im Klinikpraktikum und 1960 Stunden dann im Praktikum auf der jeweiligen Rettungswache. Das heißt, die Praxis überwiegt. Absolut. Denn nichts ist ersetzbar als Erfahrung. Durch das Tun im Dienst lernt man halt einfach echt am meisten und kann die erlernten theoretischen Dinge einfach am besten verknüpfen. Hast du einen festen Ansprechpartner dann immer oder fährst du immer mit dem gleichen Teampartner oder wie ist es auch mit der Schule? Hauptverantwortlich für die Ausbildung ist letztlich die Schule und an den Rettungswachen sind die jeweiligen Praxisanleiter, denen man zugeteilt wird, dann verantwortlich. Mit denen fährt man auch regelmäßig, einfach damit man häufig mit demselben Kollegen fährt und dann gewisse Dinge auch zusammen üben kann. Und ansonsten ist man ja immer mit einem erfahrenen Kollegen, mit einem Notfallsanitäter auf dem Fahrzeug eingeteilt. Das heißt, man hat immer einen festen Ansprechpartner und auch im Einsatz hat man immer jemanden, den man ansprechen kann mit Erfahrung. Absolut. Falls man irgendeine Frage hat oder irgendein Anliegen hat, ist es auf jeden Fall immer jemand für einen da. Das ist schon sehr gut. Okay, Sebastian, vielen Dank, dass du berichtet hast aus deiner Ausbildung. Ich denke, es wird auf jeden Fall viele interessieren, die sich selbst für die Ausbildung interessieren. Und Corona. So. Wie ihr gesehen habt, der Beruf des Notfallsanitäters ist ein wirklich anspruchsvoller, umfangreicher und verantwortungsvoller Beruf, der bestimmt nicht für jeden was ist. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob der Beruf jetzt was ist für euch, dann könnt ihr auch mit einem FSJ beginnen, erstmal ein bisschen reinschnuppern in den Rettungsdiensten, dann feststellen, ob es was für euch ist oder nicht. Fühlt ihr euch jetzt aber voll angesprochen davon, dann bewerbt euch gerne auf einen Ausbildungsplatz zum Notfallsanitäter. Aber so viel erstmal zum Berufsbild des Notfallsanitäters und zum Rettungsdienst. Wenn ihr noch mehr zum Rettungsdienst wissen wollt, dann haben wir hier oben den Rettungssanitäter schon vorgestellt und hier unten zeigt euch Mr. Wissen2Go auch was zum selbigen Thema. Vergesst auf jeden Fall nicht, uns zu abonnieren. Bis nächste Woche. Macht's gut.